Jeder sagt, wenn du einen Punkt mitnimmst gegen Dortmund, ist überragend, jetzt gewinnst du das Spiel, das tut der Mannschaft sehr gut. Unglaublich, unglaublich umgesetzt. Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf. Ja, da sind wir wieder. Guten Morgen, Rolf, grüß dich. Am Morgen nach dem Spiel gegen den Tabellenführer. Es ist eine schöne Nacht gewesen. Ich habe wenig geschlafen, muss ich sagen. Eine kurze Nacht war es, eine kurze Nacht. Vor allem, weil ich sehr nervös war. Mhm. Ich habe befürchtet, wir müssten jetzt hier den Podcast auf dem Kopf machen, irgendwie, dass ich da am Kopf stehen muss. Weil unsere Plakate umgedreht hängen. So ist es, aber es ist nicht der Fall. Das ist ganz was anderes. Bevor wir loslegen, und wir haben viel vorbereitet, bedanken wir uns natürlich auch heute bei unserem Sponsor LEW mit dem Solarpaket Plus. Das ist eure Energielösung für das Zuhause, und Informationen wie immer lew-solar.de. So, also wir haben beide wenig geschlafen. Ich war sehr aufgeregt. Ich konnte nicht einschlafen, weil man ist so beschäftigt mit diesem Spiel, was da überhaupt passiert ist. Und jetzt kommt der Tabellenführer. Die Aufstellung mit Reus, also wer war verletzt, und Lucien Favre hat gleich mal alles rausgehauen, bis auf Alcacer, der später nachkam, was überhaupt der BVB zu bieten hat. Also da waren die Maschinen auf dem Platz. Ich sag nur Sagadou und Co. Ja. Also mir war es furchtbar schwindelig, wo ich die Aufstellung gesehen habe von Dortmund, muss ich ganz ehrlich sein. Das meine ich damit, ja. Und es ist schon Wahnsinn, was da irgendwie so alles über den Platz kreucht und fleucht. Und Gott sei Dank haben sie das auch so umgesetzt mit Kreuchung und Fleuchung. Und unsere Mannschaft hat es ihnen richtig schwer gemacht. Jetzt sind wir mal ein bisschen tiefer gestanden als die letzten Spiele, was ja eigentlich vorauszusehen war. Khedira wieder hinten mit dabei, hat es sehr gut gemacht. Und dann kam der BVB in den ersten Minuten schon nach vorne, aber sie kamen nicht richtig durch. Waren die jetzt nicht richtig motiviert, oder haben sie gedacht, die packen uns locker weg, oder waren wir tatsächlich so gut gestanden? Was hast denn du für ein Gefühl gehabt? Also erstmal glaube ich, dass unsere Buben das Nürnberg-Spiel gegen Dortmund angeschaut haben, weil die haben es so ähnlich gemacht, in der Mitte da zugemacht und geschaut, dass die über außen ein bisschen rumtölpeln müssen. Wenn natürlich Danzo, der glaube ich nach gefühlten 25 Sekunden über den Ball trischt, wie jetzt Khedira zuletzt beim Spiel, wenn da dann ein Tor draus entsteht, dann schaut es schon wieder anders aus, aber da hatten wir halt gestern einfach Glück, und das haben wir uns aber auch mehr als verdient in den 90ern. Rani Khedira hat es auch klar gesagt, die Leistung war echt ganz anders als beim Freiburg-Spiel. Ja, das war glaube ich die richtige Reaktion auf das Spiel in Freiburg, wo wir natürlich auch zu Recht durch den Kakao gezogen wurden, aber ich glaube, die Mannschaft hat heute ihren Charakter, ihren wahren Charakter auf dem Platz gezeigt und hat mit sehr, sehr viel Herz, sehr, sehr viel Leidenschaft, guten Umschaltmomenten und mit einem sehr guten Stürmer heute das Spiel, glaube ich, verdient gewonnen. Ich glaube, wir haben wenige Chancen zugelassen für Dortmunder Verhältnisse. Ich glaube, das sah schon mal ganz anders aus gegen den BVB und den aktuellen verdienten Tabellenführer. Aber ich glaube, dass wir uns das heute durch diese Augsburger Tugenden wirklich verdient haben. Es hing, bevor das Spiel losging, unter der Ulrich-Biesinger-Tribüne ein Riesenbanner. Ein Riesenbanner, das sind die Augsburger oder die FCA-Tugenden. Ja, die Mannschaft hat sich das zu Herzen genommen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, wir haben beim letzten Podcast darüber gesprochen, wir sind gespannt, wie die Fans darauf reagieren, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt irgendwie hier schon mal vorne gepfiffen wird oder so, sondern man hat das Gefühl gehabt, das ist eigentlich wie immer, aber die Erwartungshaltung ist da. Ja, gar nicht. Ich war schon auf Krawall gebürstet, weil ich habe ja nur geschaut, ob irgendwo einer sitzt, der pfeift. Aber es waren alle friedlich, es wollten alle einen schönen Fußballabend erleben. Und Khedira hat gesprochen wie ein wahrer Experte. Genauso haben sie es gemacht und das war einfach super. Er hat uns ja auch versprochen, dass so ein Bock wie beim letzten Mal ihm nie mehr passieren wird. Ja, das war halt blöd gelaufen, das passiert ja. Du hast Kevin Danzo schon angesprochen, leichte Unsicherheiten am Anfang. Ich fand ihn dann aber wirklich wieder sehr gut. Überragend. Also ganz ehrlich. Ich glaube, in der AZ ist er nicht ganz so gut bewertet worden. Ich habe es anders gesehen, aber das ist ja immer Geschmackssache. Ja, so ein Bock bleibt natürlich hängen irgendwie bei den Leuten, die Noten dann da geben, aber am Ende des Tages war er einfach super und es war so, wie es immer ist. Er war, wenn er von Anfang an auf dem Platz steht, war er dann hochkonzentriert und hat weggeräumt, was so geht, und er ist, glaube ich, 21 Jahre alt, der Kollege Kobel ist 20 Jahre alt, das schaut man sich echt gerne an, ich finde es geil. Ja, und dann läuft das Spiel so dahin, Dortmund bekommt wenig Chancen, wir natürlich jetzt auch nicht, weil wir uns beschäftigen müssen, die wegzuhalten von unserem Tor. Und auf einmal ist Costa am Boden, Konstantinos Sofelidis liegt am Boden, und da musste der raus. Also das ist jetzt auch das, was nicht passieren sollte. Jetzt kam der Georg Teigl rein.
guter Mann, meiner Meinung nach. Ein echter Profi, der lange nicht im Kader war. Lange. Wie lange war der eigentlich nicht im Kader? Ich glaube, er hat ein Spiel hatte in der Saison schon sogar gespielt. Ja, er war schon drin, ja, genau. Aber zuvor ja überhaupt nicht. Und hast du gemerkt, wie die Fans, also gerade die Ultras, wie die kurz überlegt haben? Weil da gab es ja mal eine Situation, wo er sich ein bisschen gutgläubig in den Red Bull Fanblock nach dem Spiel gestellt hat. Das war ganz am Anfang. Und deswegen mögen sie nicht so richtig. Aber ich glaube, jeder, der gesehen hat, was der auf dem Platz gegeben hat, der war von dem 2-1 jetzt mal abgesehen, der war begeistert von Charlie Teigl. Also wir haben ihn gefeiert, obwohl wir große Staphylides-Fans sind alle. Das ist richtig und er hat einfach wahnsinnig wenig Spielpraxis. Und dann kommst du gegen Dortmund rein. Okay, die Positionen, glaube ich, sind gewechselt worden. Max wieder nach hinten und er durfte nach vorne. Also ich fand's auch gut. Ja, es war super. Also da gibt es überhaupt keinen Punkt zur Kritik, bis auf das Gegentor. Ja. Aber das ist eben schon was, wo alle immer schimpfen, der Kader ist nicht gut genug. Aber du siehst halt dann doch, wenn es darauf ankommt, und wir gehen ja wirklich auf dem Zahnfleisch bei den ganzen Verletzten, dass man doch Spieler mit Bundesliga-Qualität einwechseln kann, die dann auch mal einen Unterschied ausmachen. Und ich finde, mit der Einwechslung von Charlie Teigl, wie wir ihn liebevoll nennen, hat Manuel Baum auch ein bisschen den Sieg mit eingewechselt. Knapp 10 Minuten später, es waren 8 Minuten, wenn ich richtig gerechnet habe, die Flanke von Hahn, Fehler von der BVB-Abwehr, Hahn setzt sich durch, schießt rein, bisschen glücklich dann auf G, der liegt schon fast am Boden und hebt das Ding über Birki in die Maschen sozusagen und du denkst dir, hoi, was ist denn jetzt los, Tor? Und es war Wahnsinn, was für eine Stimmung auf einmal da war und es war ein Hammer-Tor schon wieder mal vom G. Ja, vor allem, weil er auch echt richtig handlungsschnell war. Er bleibt ja erst an dem Verteidiger hängen und schaut dann kurz und während alle anderen irgendwie noch am Boden gelegen hätten und geweint haben, hat er halt einfach mal in den Winkel geschossen. Also da ging es mal los, wo alle schon gesagt haben, ja, okay, vielleicht geht da heute ein bisschen mehr. Hast du auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass da schon was geht oder war es noch zu früh? Gar nicht. Ich habe mir also in der Halbzeit dann noch einen Weinscholli geholt, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt nicht zu ertragen, wie die zweite Halbzeit sein wird. Die wechseln dann irgendwann Alcazar ein und spielen uns an die Wand. Im Hinspiel kam er ja in der 59. Minute und hat dann 3 Tore geschossen. Das war diesmal nicht möglich, weil er erst später eingewechselt worden ist. Aber ich habe bis zum Schluss wirklich nicht dran geglaubt, weil wir schon so viel Übles erlebt haben in dieser Saison. Das war aber in der ersten Halbzeit, wo du die Weinscholle geholt hast. In der Pause. Ja, und dann kam ja eben kein Wechsel bei Lucien Favre. Der hat einfach so weitergemacht. Ich meine, wenn ich jetzt mal aus Dortmunder Perspektive denken müsste, die wissen ja, was heute passieren kann, dass Bayern wieder rankommt. Die hatten, glaube ich, 9 Punkte Vorsprung. Oder waren es 10? Genau. Irgendwie 9. Jetzt ist alles fast weg, wenn Bayern gewinnt, ist es weg. Muss der da nicht vorher wechseln? Ich meine, das ist ja das Spiel der Spiele gewesen. Ich meine, wenn, dann gegen Augsburg, oder? Aus Dortmunder Sicht gedacht. Ja, ich sehe zwar aus wie ein Athletiktrainer, bin aber natürlich kein Fußballtrainer und muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wenn man halt schaut, was er auf dem Platz stehen hatte, dann kann man schon mal riskieren, dann noch 10 oder 15 Minuten weiterzuspielen. Und ich glaube, tief in den Dortmunder Köpfen war auch drin, dass es irgendwann schon klappen wird und dass wir dann nervös werden werden, wo er dann eben 20 Minuten später gemerkt hat, das wird schwierig heute, weil die haben sich ja wirklich fast nichts erspielt, weil unsere einfach richtig bombig gestanden sind dahinter. Und dann kam es ganz anders. Der G setzt sich wieder durch, wie er es gemacht hat. Also du denkst dir, ja gut, jetzt ist gleich der Ball weg, weil wir hatten verschiedene Chancen, wo man dann oben vertändelt hatte. Aber auf einmal chippt der den über den Birki rüber. Also da denkst du dir, was ist denn jetzt los? Das Tor, was für ein Traumtor. Das Tor war eine Granate, ja. Es ist wirklich Wahnsinn. Und vor allem, das war sowas von Absicht. Man sieht, wie er vorher schaut und wie er den dann reinstreichelt. Also was der in der Winterpause bei dem Asien-Cup alles erlebt haben muss, das ist unglaublich, weil er ist wie ausgetauscht. Als würde der Zwillingsbruder jetzt bei uns spielen. Mhm. Das hat auch André Hahn festgestellt. Ja, geil. Ich freue mich so für G. Der hat ja gar nicht mal eine Winterpause gehabt, richtig. Und wie er da hier marschiert und wie er heute gespielt hat, wie abgewichst er die Tore macht. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich Glückwunsch an G, haben wir viel zu verdanken heute. Aber genauso auch Kobel, wie der heute gehalten hat, auch unfassbar. Und ja, wie gesagt, eigentlich kann man heute alle loben, denn wir haben als Team heute richtig gut funktioniert. Also vorab möchte ich dir mal sagen, dass ich vor euch hierher gefahren bin. Bin ich heute schon 3-mal mit meinem Lader den Kobelweg rauf und runter gefahren mit Fanfare. Mit Absicht. Hab mich so mit Fanfare. Ich habe mich so gefreut. Also die Fanfare ist ein bisschen mies, der Lader bringt das nicht so richtig. Aber wir durften ja Gregor Kobel interviewen für den Stadionkurier. Das haben wir diese Woche gemacht und ich habe dann einen ganz sympathischen, aber selbstbewussten jungen Mann kennengelernt. 20 ist er, glaube ich. Und man sieht aber natürlich auch, wenn man mit ihm spricht, was für ein Druck auf dem Buben lastet, weil ich mein erster für verantwortlich im Tor auf einer Schlüsselposition, was da nächstes Jahr weitergeht, wer dann noch an der Geschäftsstelle arbeitet. Und das ist dem bewusst, weil der ist überhaupt nicht blöd. Also das ist ein richtig cleverer, cooler Typ. Und mich hat es
megamäßig für ihn gefreut, weil ja auch schon wieder alle am Lästern waren. Man muss sich nur den vorvorletzten Podcast anhören. Mhm. Ich war auch mit dabei und habe gesagt, der ist überfordert. Das, was er gestern abgeliefert hat, war Bombe. Also das war dann auch wieder genau diese Situation. Dortmund macht da mal ein bisschen Druck, kommen dann auch zu guten Chancen. Und dann habe ich den Ball schon drin gesehen. Und dann hält der den aber, und zwar zweimal hintereinander. Waren riesengroß Chancen, hat sogar Manuel Baum festgestellt, dass der da gehalten hat, ist unmenschlich sozusagen. Es war praktisch vorne gut und hinten gut, und das sind die Schlüsselpositionen. Ja, genau so ist es. Und wenn dann in der Mitte noch nicht alles schlecht ist, dann kann man am Ende echt mal 3 Punkte holen gegen den Tabellenführer. Und es war nicht schlecht. Die Jungs sind gelaufen. Das ging rum wie ein Lauffeuer, diese Statistik. Du hast sie genau mitbekommen. Also wir sind insgesamt, glaube ich, 12 Kilometer mehr gelaufen als Borussia Dortmund. Ja. Und das macht halt am Ende dann auch was aus. 12 Kilometer, das ist eine Menge. Gregor Kobel, ich muss sagen, ich habe ihn gestern gefeiert. Und da hast du mich schon für angeschissen, als er die Saves gemacht hat. Ich wollte dich ein bisschen schimpfen, weil du ja zweimal bei den Big Saves tatsächlich als Stadionsprecher auch was durchgesagt hast. Die Euphorie hat dich gepackt. Normalerweise machen das so Vereine wie Hoffenheim oder Leipzig, wo die Stimmung eh nicht so gut ist. Ich kann das voll verstehen, dass man da aus sich rausgeht. Mir persönlich, ich finde es so mittel, aber ich weiß ja, wie du mitleidest, und ich kann das schon verstehen. Wer sich erinnert, ich habe das, wie lange mache ich das jetzt? Seit 2006 mache ich das jetzt. Ich kann sogar mitzählen, ich habe das 3-mal gemacht. Wann noch? Und es war 3-mal genau an der richtigen Stelle, meiner Meinung nach. Ich mache das normal nicht, den Torwart abfeiern, weil, wie du schon gesagt hast, das muss man nicht machen, man braucht keinen Animateur im Stadion. Das war der gehaltene Elfmeter von Alex Manninger gegen Fürth. Deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Da ging es auch um den Abstieg. Und da war ich nämlich nicht im Stadion, aber jetzt schließt sich der Kreis. Da habe ich ihn abgefeiert, und das war, ich glaube, bitter nötig und sehr sinnvoll, weil das dem Alex ja auch gut tut. Und den Kobel habe ich gestern 2-mal abgefeiert, weil das eigentlich 2 Tore waren. Und ich finde, er kriegt das ja auch. Ich mache das nicht, weil die Zuschauer jetzt schreien sollen und die Stimmung besser wird, sondern ich mache das auch für den Spieler. Ja, das ist verständlich. Und wenn es dann wirklich tatsächlich bei so Ausnahmesituationen bleibt, dann ist es auch okay für mich. Würde ich auch sagen, bei dem Big Save mache ich es. Und es ist halt so, der Torschütze wird immer abgefeiert und der Torwart ist nie ein Torschütze. Dann haben wir gedacht, komm, machen wir es doch. Und bei so einem wichtigen Spiel. Vergiss nicht das Tor von Marvin Hitz gegen Leverkusen. Manchmal kommt es sogar so. Ja, den habe ich auch abgefeiert. Den habe ich, glaube ich, 5-fach abgefeiert. Ja, dann haben wir das geklärt. Bei den Big Saves mache ich es dann vielleicht, wenn es um was geht. Ich lasse mich übermannen oder nicht. Übermanningen. Thema erledigt. Jetzt wollen wir doch noch mal ganz kurz hören, was unser Trainer denn jetzt dazu sagt. Das ist ja auch so eine Geschichte. Jeder andere Verein hätte ihn, glaube ich, schon entlassen. Nürnberg ist schon weg, Hannover ist schon weg, Stuttgart weiß man noch nicht genau. Ist bald 2-mal weg. Bei uns sitzt er im Sattel. Ich glaube, die Mannschaft hat heute mal die Attribute gezeigt, für die Augsburg steht. Also ich bin richtig stolz. Das war keine einfache Situation für uns. Riesenkompliment an die Mannschaft, Riesenkompliment an die Fans. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir so weiterspielen, dass uns keiner nach den Spielen nachsagen kann, wir spielen nicht wie der FC Augsburg, und das wollen wir unbedingt zukünftig wieder auf den Platz bringen. Und genau das wird natürlich, ich sage jetzt nicht Problem, aber eine Riesenaufgabe werden. Es geht nach Leipzig. Dazu eine kleine Geschichte. Eine kleine Geschichte, bitte, hau rein. Ich war letzten Montag selber in meinem Laden gestanden. Hoffenheim hat in Leipzig antreten müssen. Geht irgendwann 5 Minuten vor Schluss. Die 4 Gäste, die das Spiel sehen wollten, waren schon abkassiert. Geht die Tür auf, kommen 3 Jungs rein. Einer mit Schildmütze, eine Jacke angehabt, links Kronenzeitung, rechts A1. Was glaubst du, wer mich besucht hat? Martin Hinteregger hat sich die Ehre gegeben. Nein. Mit 2 Kumpels kam rein. Echt jetzt? Ja. Ich habe ihn zuerst nicht erkannt und habe gesagt, wir schließen gleich. Dann haben sie gefragt, ob sie noch die 5 Minuten anschauen dürfen. Ach, haben sich einen Burger rüberbringen lassen, haben dann die Tüte mitgenommen, sind wort- und grußlos wieder gegangen. Aber es war, eben, mich hat es geschüttelt. Wer die Geschichte von früher kennt, der weiß vielleicht warum. Ja, ach, interessant. Ja, was macht der jetzt in Augsburg noch? Die Wohnung ausräumen, oder? Der ist Spieler des FC Augsburg, vergiss das nicht. Ja, aber ja, offiziell. Ja, okay. Vielleicht hat er noch Bekannte hier. Natürlich. Das Spiel. Es war wirklich cool, und es war klar, dass wir gewinnen. Ja, uns war das natürlich völlig klar. Ja, sowieso. Warum war es dir klar? Mir war es null klar, ich hatte die Hose voll. Ja, mir war es schon klar. Wegen? Naja, ich habe doch letztes Mal mit dir darüber gesprochen. Wer war im VIP-Bereich wieder mal eingeladen? Wer
Ich weiß es. Es war Yvonne Mölders. Und wen hat sie mitgebracht? Ja, wen hat sie wohl mitgebracht? Sascha Mölders war im Stadion. Natürlich. Ich habe ihn extra gefragt, ob es nicht ein altes Schild war mit reserviert für Sascha Mölders. Er war da. Und diese Aura schwebt auch gestern über das ganze Stadion, über die Tribünen. Das ist ja unfassbar. Kann man dem bitte eine Dauerkarte für den VIP-Bereich geben? In Platin, in Gold plus plus. Von mir aus soll er auf der Trainerbank sitzen. Ja, gerne. Irgendwie so. Obwohl da bei uns wenig Platz ist, ehrlich gesagt. Ich habe übrigens Sascha Mölders schon mal eingeladen für unseren Podcast. Wenn er Zeit hat, er hat ja immer Training. Wenn wir aufnehmen, hat er immer Training bei 60. Unglaublich. Das ist doch Absicht, trainieren, oder? Ja. Aber dafür gewinnen sie in letzter Zeit auch mal das ein oder andere Spiel. Es lohnt sich also der Einsatz. Also Sascha Mölders wird bei uns vorbeikommen. Noch ein Thema. Ich fand es ganz seltsam. Marvin Hitz kommt zum Warmmachen in die Arena, hat auf einmal eine gelbe Trainingsjacke an und läuft aufs andere Tor. Ja, ganz seltsam. Ja, das ist ein komisches Gefühl. Vielleicht hat er sich selber in der Kabine auch erstmal verlaufen. Aber gut, er hat nicht gespielt, aber er kommt ja immer gerne nach Augsburg, erzählt er, weil seine Frau sich da sehr wohl gefühlt hat. Er hat hier geheiratet, seine Kinder sind auf die Welt gekommen. Ja. Schade, dass er weg ist, aber gestern haben wir einen anderen Schweizer im Tor gehabt und er hat das auch gut gemacht. Er ging dann zum Warmmachen, da musste er an unserer Trainerbank vorbeigehen, hat dann wirklich jeden begrüßt. Also cool fand ich das, ja, warum auch nicht? Ja, und nach dem Spiel ist er dann in die Kabine gegangen, hat schon seinen Koffer gehabt. Duschen, glaube ich, musste er nicht, weil hat ja nicht viel geschwitzt und ist dann noch in unsere Kabine gegangen. Der hat schon geschwitzt, Rolf, glaubst du mir, bei der Leistung vom FCA haben auch die Spieler auf der Bank geschwitzt und wenn es nur der Angstschweiß war. Jetzt so nach dem Spiel, ich meine, ich würde es ihnen ja schon gönnen, gell? Stell dir mal vor, jetzt wird der Hitz Meister. Also ich sag's dir ganz offen, ich hab das schon oft gesagt, also bis zur 95. Minute gestern war ich natürlich für Augsburg und gegen Dortmund, aber ab jetzt gönne ich denen alles, wobei ich dir ganz ehrlich sag, die werden es nicht schaffen am Ende. Es gibt ein wunderbares Fußballmagazin im Internet, das nennt sich FUMS und die haben nach dem Spiel was sehr Lustiges gepostet und das musste ich jetzt mal rauskopieren. Nach diesem Sieg gibt es jetzt Augsburger Karneval-Hits. Bei uns gibt es kein Karneval, bei uns gibt es Fasching, wenn Cordova Grün. Okay. Ja, Allee, Allee, eine Baum, viele Straßen. Mhm. Ist auch okay, jetzt kommt so fast mein Liebling, Finger im Po, Chacholko. reißt die Hütte ab und dann noch, hey, das geht ab, Bayer die ganze Nacht. Da hat sich einer mächtig Mühe gegeben, aber den ersten verstehe ich nicht, Cordova Grün? Cordova Grün, das doch, kennst du nicht Cordula Grün? Na, muss ich passen. Den Song kennst du nicht, nee. Das ist ja der Wiesnhit gewesen und das ist ja praktisch, kommt auch aus Österreich. Da hatte ich wahrscheinlich gerade einen Finger im Po. So, dann haben wir eigentlich alles abgearbeitet. Nur eine Sache haben wir noch, weil wir bei Schwarz-Gelb gestern waren, sind auch die Farben von Dynamo Dresden. Sind ins Spiel gekommen, ja, wunderbar. Da haben wir doch was gesehen. Was da haben wir doch was gesehen, was viele Hardcore-Fans natürlich mitbekommen haben, auch FCAler. Patrick Mölzel, unsere ewig beste 22. Naja, jetzt ist der G auch da mit 22. Ja, aber Patrick ist die gelbe Kartenmaschine, die wird er immer bleiben. Dann machen wir es so. Die gelbe einer Kartenmaschine. Einer der Aufstiegshelden, unvergessen. Bei jedem sechsten Spiel nicht im Kader, weil nach der fünften gelben gesperrt. Tatsächlich, ja. Patrick Mölzel ist jetzt Co-Trainer bei Dynamo Dresden. Und wir haben ihn sozusagen in unserer Leitung. Patrick, grüß dich erstmal und verfolgst du eigentlich noch den FC Augsburg, sag mal? Ja, natürlich verfolge ich den FCA noch. Das wird wahrscheinlich mein Leben lang so bleiben. Der Verein ist mir einfach in der Zeit, in der ich da war, ans Herz gewachsen. Und ich habe noch viele Freunde in Augsburg und ich verfolge das immer. Super. Okay, freut uns natürlich. Dann haben wir natürlich noch ein ganz, ganz heißes Thema, das wir heute besprechen müssen und werden. Schaust du Germany's Next Topmodel? Da ist ja Katrin, die Freundin von unserem Felix Götze, mit dabei. Germany's Next Topmodel, muss ich gestehen, schaue ich tatsächlich nie. Nicht? Okay. Das ist nicht mein Abend-Entertainment. Okay, musst ja auch nicht. Ist alles gut, Patrick. Schön, dass du bei uns in der Leitung warst. Ich habe mich sehr gefreut und alles Gute und viel Erfolg dann bei Dresden, gell? Freut mich und ich wünsche euch zwei eine gute Zeit. Ja, wir dir auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, dann. Bestimmt. Alles klar. Ja, Patrick Mölzel, wirklich, wirklich, also man verfolgt ja dann doch immer, gell? Auch wenn er schon länger weg ist bei uns. Ja, ihn mag ich total gern. Ja. Das war meine Aufstiegsmannschaft 2006 und die Jungs waren super und da waren, und der Patrick ist einer von den richtig Guten. Das ist ein ganz, ganz netter Kerl und ich wünsche ihm den allermöglichst großen Erfolg mit Dynamo. Ein schlafender Riese. Wir haben es jetzt gerade angesprochen und meine Damen und Herren, wir müssen jetzt eine Fanfare spielen.
aus gegebenem Anlass. Herr von und zu, Markus Max Krapf hat es mir letzte Woche erzählt, vor 2 Tagen glaube ich war es, du hast tatsächlich Germany's Next Topmodel angeschaut wegen Katharin. Ja, die ganze Familie war auf der Couch gesessen in der Hammerschmiede, meine Frau, mein Sohn und ich, und wir haben uns das tatsächlich reingezogen. Wurdest du gezwungen mit irgendwas? Warst du gekettet, angekettet irgendwie? Hattest du irgendeinen Fehler gemacht vorher die Tage oder nein, freiwillig? Ich habe es tatsächlich freiwillig gemacht, weil ich jetzt im Podcast-Business tätig bin. Achso. Nachdem wir ja eigentlich nie über Germany's Next Topmodel sprechen, wollte ich wenigstens einmal wissen, worüber wir nicht sprechen. Gut, dann erzähl doch mal, was ist denn passiert? Ja, also sie hat natürlich Besuch bekommen, die anderen Mädels auch in der Villa von einer Bunte Redakteurin, und die hat denen richtig auf den Zahn gefühlt und hat eben nach ihrem Freund gefragt, worüber sie nicht sprechen wollte. Sie möchte nicht definiert werden als Spielerfrau und über ihren Freund, und da hat sie dann auch bittere Tränen geweint. Das hat ihr auch so zugesetzt, dass sie dann beim Shooting eher unmotiviert aussah, obwohl es echt eine hübsche ist. Also da sind deutlich weniger hübsche Mädels mit dabei, sage ich mal. Letztendlich konnte sie kein Foto von Heidi ergattern. Hat sie kein Foto bekommen? Kein Foto bekommen, deswegen ist unsere Story mit Germany's Next Topmodel jetzt leider zu Ende. Gut. Felix hat sich übrigens sehr gefreut gestern. Er ist ja noch eingewechselt worden mit seinem Bruder. Zusammen in 2 Minuten auf dem Platz. Ja. Irgendwie, es war nicht lang, aber er hat sich auch wirklich sehr gefreut, dass wir gewonnen haben. Ich habe damals, als das Freistoßtor in Dortmund noch fiel in der Nachspielzeit, gesagt, das Rückspiel holen wir uns. Ich sollte recht behalten. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass es klappt, aber es war so ein Gefühl. Dafür hättest du fast einen Freistoß bei irgendeiner von Germany's Next Topmodel. Nein, ich bin verheiratet, das geht nicht. Ja, richtig. Dankeschön an unseren Sponsor LEW mit dem Solarpaket Plus, um das Thema jetzt mal ganz schnell abzuwürgen. Eure Energielösung für zu Hause, LEW-Solar, das ist die Internetseite. Und jetzt gibt's noch als kleines Schmankerl unsere FCA-Fans, die gestern unsere Mannschaft abgefeiert haben nach dem BVB-Spiel. Danke, liebe Fans. Dankeschön fürs Zuhören. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sind dann beim nächsten Spiel wieder und nach dem Spiel wieder da, nach dem Leipzig-Spiel. Wir freuen uns auf euch.